Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer. Heute machen wir Doppelaufgabe. Einerseits vom ersten Güterzug und dann einen Personenzug. Und Güterzug fängt an mit der Vectron von der DB-Variante. Noch kein Flixtrain. Fahren wir dann auch noch. Und da hinten sind Handkäse drin. Sagt zumindest die Beschreibung. Ja gut, machen wir mal unsere Lokabfahrt bereit. Einmal rein in die gute Stube. RCP, glaube ich, werden wir jetzt nicht brauchen. SIFA bleibt aus. Gut, das wär's. Einmal Hauptschlüssel, das. Ja, ich weiß. Einmal so. Gelöst und... mal schnell die Einstellung prüfen. Mittlere Zugart, okay. Passt. Sollte passen. Zuglichter sind an. Zugschluss haben wir auch. Sehr gut. Ja dann, Abfahrt. Und dann hoffen wir mal, dass wir keine Zwangsbremsung heute bekommen. Unterwegs auf der neuen Frankfurt-Strecke. Wo wir ja im ersten Video schon Zugbegleiter gewesen sind. Und im Stream unterwegs gewesen sind. Rangiersignal. Dann wollen wir mal nicht so schnell fahren hier. Bin ich mal gespannt, wie das mit der Übergabe ist. Ob wir dann mit Personenzug dann einfach kurz mitfahren müssen, wenn wir mit dem hier fertig sind. Oder wir direkt zu dem hinfahren. Weiß ich noch nicht. War das Szenario jetzt zum allerersten Mal. Beziehungsweise, ich bin bis zu dem Signal da vorne hingefahren. Um zu testen, ob hier alles funktioniert. Und hoffen, dass nichts Komisches passiert. So wie bei der West Coast Mainline, wo Leute einfach rumfliegen. Ah, meine Stimme. Mit einem Verabschieden und Ausfahrt. Und da fährt S-Bahn. Südele. Jetzt wird es ein mega Glare hier drauf. Zugbeeinflussung. Just in case. Und es geht raus auf die Hauptstrecke. Ja, ist jetzt gerade nicht der längste Güterzug. Aber besser als gar nichts hinten drin. Mit etwas Glück holen wir die S-Bahn gerade wieder ein. Mein Bauchgefühl sagt mir, die wird uns vielleicht nur irgendwo ausbremsen. Ich kenne mein Glück. Ja, die zieht gut weg. Aber von der Uhrzeit her, gut getroffen, aber mit der Lichtstimmung gefällt mir sehr gut. So, dieser Abendsonne zu fahren, das liebe ich, auch in TD2 und Co. Also, ein Ticken zu schnell. Gewesen. Da ist sie ja. Ciao, S-Bahn. Viel Spaß noch. Oh, fährt gerade los. Und so wie es aussieht, unseren ersten Zwischenstopp machen wir in Offenbach. Auf dem Gütergleis. Entweder tun wir da die Wagen gerade schon abkuppeln, was eine kurze Fahrt wäre. Oder Überholung. Wir
billig faul sein. AFB. 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 Bin der 20. Ich bin mal faul. Ich habe noch gesehen, es gibt noch ein interessantes Szenario mit der Flixtrain-Vektron. Das nennt sich Zugvorbereitung, wo dann Störungen und so weiter vorkommen. Da würde ich mir noch mal überlegen, ob wir das vielleicht noch in einem Video machen. Ich würde dann mal schauen, wie spannend das ist. Aber gerade der Part mit Zugvorbereitung würde mich mal interessieren, was man da in TD2 machen muss. Oder ob das wieder so ein Ding ist, wie ähnlich auf der Rosenheim-Strecke, wo du halt ankommst, fährst du los und dann schmeißt du dir eine Zwangsbremse oder sowas rein. Und schneller wird's für uns erstmal nicht. Schade. Keine Parallelfahrt mit der S-Bahn. Ich habe auch noch mal den Zugbegleitermodus auf der amerikanischen Strecke ausprobiert. Da funktioniert es noch ein bisschen anders wie in der deutschen Variante. Da hast du so im Englischen die Türsteuerung komplett bei dir. Und das Abfahrtsbefehl an den Lokführer, der geht wie Funk. Also hier auf der deutschen Strecke gibst du ja die Trillerpfeife ab. Und drüben halt einfach mit Funkgerät. Und sagt, ist ready. Die Bäume sollte man hier mal ein bisschen kürzen. Da kommt 60 und 50. Aber noch kein Indikator dafür. Ah, da. Einmal bremsen bitte. Auf 50. Aber da möchte ich mitbremsen. Keine Zwangsbremsung heute, das ist das Ziel. Komm, 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 komm. Okay, unter 70. Es passt. Da vorne dann. Nice. Geschafft. Ah, da hinten geht's dann rein. In die Abstellung S-Bahn. Weit entfernt. Sag mal, das Gleis da. Es wirkt ja so, als hätte es so voll den Dengel da in der Mitte drin. Zugbeeinflussung. Nicht mit mir. Sidele, da vorne anhalten. S-Bahn hat ebenfalls Einfahrt. Mit. Wir haben schon Ausfahrt. Da hinten ist grün. Warum muss ich hier anhalten?
Ja gut, dann bleiben wir halt mitten im Gleis stehen. Ich hoffe, dass du da noch werten. Ja, tut. Oh, hier schon abkuppeln. Das war ein kurzer Spaß. Gut, gut. Einmal raus hier. Sidri. Das wäre erledigt. In Falco braucht eine freie Bahnstrecke aus die Fahren sie dorthin, wenn sie bereit sind. Gut, ich tue da nochmal schnell die Handbremse hier rein. Sicher ist sicher. Wenn wir noch die Rücklichter hier mit anmachen und dann wär's eigentlich schon ready. So, hier zu. Also, let's see. Lichtereinstellung. Ja, machen wir zweimal rot. Fertig. Und das tun wir jetzt hier mal ändern. Obere. Wieso kann ich. Warte mal. AFB. Zugbeeinflussung. Jetzt. Zugbeeinflussung. AFB. AFB. Hat er mir jetzt die AFB rausgeschmissen? AFB. Ja. AFB. AFB. Zitterle. Kurz kontrollieren. Das passt. Hinten ist auch an. Ah, dann wären wir eigentlich abfahrbereit. Diesmal mal los. Ups, falsche Richtung. Das ist fleißig am Blinken da hinten. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ausfahrt mit 50 oder 60? 50. Interessant. Ja gut. Von rechts auf das Gleis. Hey, da ist die S-Bahn. Moin. Zugbeeinflussung. Ja, mit dem Kollegen fahren wir dann retour. So, ein bisschen Schmackes geben. Sechzig. Gestorben. Zugbeeinflussung. Doch noch einkult. Ist doch vor dir in Frankfurt. Glaube ich zumindest. 8,7 Kilometer, da kann noch viel passieren. 150. Zugbeeinflussung. Ja gut. Würde ich sagen, wir haben mal Vollgas. Wie schnell kannst du beschleunigen? Okay. Das ist nice. Oh, das muss so geil sein, hier nicht. Mit der leeren Lok da einfach mal Vollgas geben. Ah, oh, den kann schon wieder bremsen. Zugbeeinflussung. Das war ein sehr kurzer Spaß. Schade. Hey, das Premium-Flugzeug. Es ist offiziell lizenziert und ein Feature von TSW 5. Wollte ich mal so erwähnt haben. Ich weiß nicht, warum man ausgerechnet das Flugzeug nochmal Besonderes hervorgehoben hat. Ein Asset, was in der Luft rumfliegt.
fliegt halt einfach nur rum. Ist. Ja. 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 Naja. Also ich persönlich halte das für genauso sinnfrei, wenn man jetzt irgendwie sagt, wir haben jetzt hier ein neues Baumodell oder ein neues Signalmodell und das ist irgendwie ein Spezialfeature. Hm. Es ist für mich, also ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, das ist für mich so ein Ding, wo man halt einfach nach Argumenten gesucht hat für TSW 5. Da ist das Flugzeug mit dabei. Aber ich muss sagen, die Strecke da an sich ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Also ich habe jetzt keine so groben Fehler hier irgendwo gefunden. Fährt sich soweit gut. Und in dem Lichtsetting sieht es auch echt gut aus. Boah, wann sagst du mir, dass da 100 kommt? 140. Also bremsen tut sie ja so ja genauso gut, wie sie beschleunigen tut. Und da kann ich ja lockerflockig einfach rollen lassen. Ah, ist 100. Grüne Welle, okay. Mal wieder faul. So, nehmen wir auf die 100 ein. Ich würde es ja gar nicht immer so doof finden, wenn die Vector mal in ein Study-Level rauskommen würde. Oder die Leute, die es gern Retro hätten, eine 103. Mal sehen. Kostet einfach sehr viel Geld und Zeit, sowas natürlich auf Expert zu machen. Wobei, so Entwickler von TS Classic, die ja doch schon Pro- und Expert-Looks gemacht haben, frage ich mich, wie schwierig das für die wäre, das einfach umzusetzen für TSW, was mal abgesehen jetzt vom Modell halt komplett neu machen. Nein, jetzt fängt es zum Regnen an. Auf 80, was ist denn tut er? Scheibenwischer. Bist du Scheibenwischer? Nee. Wo sind hier die Scheibenwischer? Ah. Auf die 80. Anderthalb Kilometer Frankfurt Hauptbahnhof, Bahnsteig 7. Ich guess, wir fahren da irgendwie auf ein Abstellgleis oder sowas. Hoffen wir nicht, wir bleiben da einfach auf dem Bahnsteig stehen. Das können wir machen.
Zugbeeinflussung. Herzlich willkommen in Frankfurt. Da steht aber wenig heute rum. Das sag ich. Oh, und 30. Zugbeeinflussung. Also im TS Classic ist ja teilweise das hier richtig voll. Minus für die Leistung dann natürlich. Ich glaube, das wäre ein bisschen heftig für DSW5, wenn hier alles voll steht. Eigentlich könnte man das mal testen im freien Spiel. Dass man hier alles vollstellen. Und dann rausfahren und schauen, wie es ist. Doch einmal komplett runter. Zugbeeinflussung. Und ich vermute mal, das ist unser Kollege zum Weiterfahren. Der sieht so schön abgestellt aus. So, wahrscheinlich kann man wieder ausmachen. Zugbeeinflussung. Kein Stückchen noch. Na, bin jetzt schon vorbei. Oh, nee. Oh, Tatsache. Wir bleiben hier einfach stehen. Alles klar. AFB. 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 So. Machen wir das mal wieder Retour. Oh. Moment mal. Gut gemacht. Gehen Sie zum Warten im Personenzug. Und ich lasse ich einfach so stehen. Okay. Ah, jetzt kann ich die Tür wieder nicht zumachen. Das ist... Warte, ich habe das Problem so oft. Und ich will diese Tür zumachen. Stehe ich nicht. Okay. Ciao. Viel Spaß noch. Oh, Entschuldigung. Das ist er. Der RB51 nach Hanau. Wann solltest du eigentlich losfahren? Um 16:37 Uhr. Tja. Kleine Verspätung. Zedre, Tür auf. Dankeschön. So. Wo waren hier? Da glaube ich waren die Sparsysteme. PCB. Gut. Rest lassen wir so wie es ist. IV bleibt aus. Gut. Bremsschlüssel ist drin. Einsteigen lassen. Bitteschön. Ach, Tür soll ich schon wieder verriegeln. Spitzensignale. Sieht gut aus, dann mach mal zu. Sidele. Ich hab doch die Tür verriegelt. Warum sagt er das jetzt immer noch? Dann müssen wir mal beide verriegeln. Ich habe die Türen aufgemacht. Ich habe gesagt, schließen. Okay. Jetzt ist gut. Gelöst, gelöst, gelöst. I think we are ready to go. Frankfurt Main Süd. Bahnsteig 6, 1652. Ich will jetzt mal nicht behaupten, dass ich langsam gefahren bin, aber
hätte man vielleicht später den Zugdienst nehmen sollten. Ich konnte echt nicht ablesen, wie stehen wir hier vorne. Das Licht ist aus. Kann ich bei dir die Helligkeit und... Ah. Besser. Mal sehen. So, good to go. Nehmen wir noch ein bisschen mehr Schmackes. Aha! Ich muss die Geschwindigkeit da gar nicht schließen. Es ist auf dem Radar, wie schnell ich fahre. Nämlich 10 km/h zu schnell. Ja gut, jetzt haben wir eh schon 80. Hat keiner gesehen. Wie ist das eigentlich mit diesem Führerstand? Ist es ein Einheitsführerstand? Oder gibt es den auch mit AFB? Den Steuerwagen hier. Das sieht einfach so nach dem Bereich aus, wo man da AFB-Hebel hier reinkommen würde. Sehr geil. 100. Was wir eh nicht ausnutzen können. Mitten halt da hinten. Aber es geht ruhig ein bisschen mehr hier rumfahren. Wird ein bisschen einsam bei diesem riesen Gleisnetz hier. Und wir fahren hier alleine. Wenn man vom Teufel spricht, da kommt was. Ich habe so das Gefühl, ich muss hier ein bisschen stärker bremsen. Der Kollege ist irgendwie nicht so schnell mit dem Bremsen. Und an der Tafel knapp vorbei. Sehr gut. So, mal ganz kurz in den Plan rein. Es war jetzt bis, also Offenbach, Hanau, alles klar. So, ich muss mal ganz kurz unterbrechen, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Entschuldigt die kurze Unterbrechung. By the way, je nachdem, wann dieses Video hier rauskommen wird, am 29. September ist wieder mein Fahrtag in TD2. Gerade für Anfänger sehr interessant.
Da könnt ihr mal den Betrieb wie auf PL1 mal ausprobieren. Aber wenn ihr da irgendwelche Fehler macht, dann gibt es dafür keine Bestrafung etc. Oder natürlich auch als FDL bewerben. Dann müsst ihr einfach auf bravoline.com auf TD2 Fahrtag gehen und euch bewerben. Als Fahrdienstleiter braucht ihr aber schon mal eine gewisse Grunderfahrung. Sonst nehme ich euch da nicht an, aber als Lokführer könnt ihr da jederzeit einfach so mitmachen. Voraussetzung ist, ihr seid auf meinem Discord-Server. Link dazu in der Videobeschreibung oder einfach nur bravoline.com/discord. Bringt euch auf den Server. Kann ich euch generell empfehlen, große Eisenbahn-Community da. Könnt ihr euch austauschen über Trainsim World, Simrail, TD2 und so weiter und andere Simulatoren. Auch der Flight Simulator. Und natürlich gemeinsam zocken, auch teilweise mit mir, wenn ich schon mal online bin. Ja. Offenbach Hauptbahnhof, Bahnsteig 3, 5 Kilometer. Dann gehen wir mal ein bisschen Schmackis. Ja, liebe Fahrgäste, leider kann ich nichts für die Verspätung. Ich habe noch einen Güterzug fertig fahren müssen. 150 gleich. Ja, komm. Hebel auf den Tisch, Vollgas. Ja, 120 hätten wir schon. Nur, dass wir da hinten schon wieder entschleunigt werden. Dann müsste man auf der Strecke schon ein bisschen weiterfahren, damit wir hier Vollgas geben können. So. Tick zu schnell. Einmal runter, da haben wir die Tafel für 110. Das ist wirklich nicht so flott mit dem Bremsen. Und da kommt da schon der Halt. Sieh. Dann lasse ich einfach mal gemütlich rollen. Da vorne haben wir unseren Bahnsteig. Ich war ein bisschen zu übervorsichtig mit der Bremse. Sidli. Klein Stück noch. Mal sehen. Ja, nee, das war nix. Naja, parallel zur Tafel. Ging das nicht? Mal kurz schauen. Ging. Bitte alle einsteigen. Nächster Halt Hanau. Unser Endbahnhof.
Ja, da glaube ich, will keiner mehr mitfahren. Gut. Hör zu. Zwölf Kilometer, 17:01 Uhr. Ja, das wird nichts. Ob die das verkraftet, wenn ich jetzt schon mal Vollgas gebe? Ich probier's mal aus. Nope. Das ist zu viel. Nee. Magst mich jetzt nicht mehr. Jetzt. Ja, ich bin schon mal gespannt, was ich auf dem Fahrtag machen werde. Also ich mache ja nebenbei noch die Dispo. Ich hoffe, das wird nur gut gehen. Dass wir halt wirklich schauen, dass alle Strecken gleichmäßig ausgelastet sind. Da muss ich mir noch irgendwie ins System einfahren lassen. Wo ich dann die Übersicht habe, wo welcher Zug gerade hinfahrt. Also zumindest, dass ich das halt visuell irgendwie schön darstellen kann. Ach, wobei. Ich glaube, da könnte mir Stationik ein bisschen helfen. Das Übersicht aber trotzdem. Ich würde es gerne in der Streckenübersicht vermerken. Aber habe ja noch ein bisschen Zeit. Und eventuell machen wir die Dispo dann zu zweit. Ich habe da schon eine Anfrage dafür. Aber ich glaube, das wird ein spannender Posten an die Zukunft, wenn das gut funktioniert. Dass wir das dann mit ausschreiben, dass jemand auch die Dispo machen kann. Das würdest du ja sonst nicht machen in TD2. Ja, war schon recht dunkel, ne? Für so 17 Uhr. Gehen wir davon aus, so 17:05 plus minus, wenn wir vielleicht da sein. Also jetzt 5 Minuten Fahrzeit. Puffer haben wir noch. Also irgendwas zwischen 3 und 5. Halt, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur... Konnte ich mit der Helligkeit wieder runtergehen? Ach so, das ist dann das Zugliste. Ich weiß nicht, was ich lieber mag, ob ich es so mag. Ich finde so die Geschwindigkeit ein bisschen doofer zum Lesen. Machen wir das mal wieder aufs Dunkelste, bitte. Ja, zum Lesen ist es so angenehmer. Da hinten kommt 130, sehe ich gerade. Wir sollten bremsen. Bei der Tafel dafür. Ja, also das wäre jetzt meine Kritik an dem Szenario. Ein bisschen mehr Verkehr. Ansonsten ganz spaßig, aber auf der riesen Strecke ein bisschen ICE, Güterzeugs, S-Bahn.
Da hätten wir 100. Jedes Mal, wenn ich mich schwer, dann kommt dann doch mal was. Aber trotzdem, grundsätzlich kann es einfach mehr Verkehr sein. Kommt jetzt wieder was? Nö. Ja. Ja, und immerhin ist ein bisschen Rollmaterial rumgestanden. 100. Ja gut, sind wir jetzt eh schon fast. Ja, da hat er jetzt wieder so seine Entschuldigung, Stimme. Ne, da hat er. Oh je. Och nö. Und runter geht's. Ja, jetzt haben wir es gleich 17 Uhr. War ich mit minus, also mit plus 3 gar nicht mal so schlecht dran. Ja, also so wie zum Thema Zwangsbremsung. Das hat dann schon mal nicht funktioniert. Sehr geil. Moment doch mal. Interesting. Ja, bitte soweit ready. Die Locke sind mir unglücklich. Ah na, jetzt kommt sie. Ja, bevor ich das mache, ich check mal ganz kurz was. Hier steht, tut da nichts. Einmal vorbeischmuggeln. Überhaupt nicht nerviger Ton. Sehr interessant, sehr interessant. Aber immerhin noch in der geschätzten Zeit. Ah, Mann, was ein Chaos. Meine Damen und Herren, willkommen in Hanau mit einer kleinen, leichten Verspätung. Leider heute ohne Anschlüsse. Ja, mit Rot habe ich da hinten wirklich nicht gerechnet. Man dachte, der 500 kommt jetzt hier. Das sollte eigentlich noch kommen. Irgendwas ist hier aber schon komisch, oder?
Komische Hutanzeige. Aber gut, was soll's. Einmal aufmachen. Und ich glaube, das war auch unser letzter Task. So, danke, dass Sie heute eingesprungen sind. Sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, so mittelmäßig. Also anhalten war... Irgendwas ist doch komisch mit dem Szenario. Aber gut, es hat ja weitestgehend gut funktioniert. War mal eine nette Abwechslung, dass wir zwei Sachen hier fahren. Wir werden die Strecke nochmal komplett abfahren. Entweder mit Flixtrain Vectron oder mit dem ICE, den neuen. Eins von beiden, aber mit beiden werden wir auf jeden Fall mal fahren. Ich weiß noch nicht, in welchem Video, was jetzt dann als nächstes kommt. Lasst euch überraschen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und bis dahin wünsche ich euch weiterhin eine gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.